Jetzt wird's wahnsinnig. Hallo. Na, guck mal. Boah, im Raketenwerfer übrigens, ne? Ja, guck mal, der hat eine rote Rüstung. Topführer Carl Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. John Shepard, ach was, du kennst mich. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Oh, stimmt sogar. Die heißt ja Immigrantenflotte. Migranten. Ja, ja. Migranten ist aber eine Kurzform von Immigranten. Nein, Migranten. Das heißt Immigranten. Stimmt, das ist Auswandern, oder? Migranten sind die, die einfach nur auf der Flucht sind. Aha, das heißt, wir haben jetzt diese Konversation mit Begriffsstreitigkeiten überbrückt, oder? Und keiner hat gehört, was sie gesagt haben. Die haben was gesagt. Ja, natürlich haben die was gesagt. Wahrscheinlich etwas Story-Technisches, total Wichtiges. Klar. Ohne dass man das Messer nicht verstehen wird. Ja, aber wir haben es einfach überlabert. Wie sieht der Gegner aus? Wir haben ihn nicht gesehen, also wir sind total unwissend. Wie viele Gaps sind da draußen? Die Gaps haben fast Zugstärke. Zugstärke? Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Tja. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Du musst wissen, der wird jetzt krank. Nein. Doch, Quarianer sind nämlich anfällig für alles. Ja, toll. Hätten sie sich nicht mal ich werde sie sterben schon, wenn sie sich impfen. Ja! Wie schlimm ist der Schaden an ihrem Anzug? Okay, jetzt kommt's. Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Ja! Aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Okay, wie kriegen wir den Koloss jetzt down? Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Jo. Wir wissen schon. Niederringen. Insektenwissen umbringen. Eine... Das Naturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. So, jetzt. Niederring heißt in diesem Fall, Hunderte von Quarianern stürzen sich auf den Gaffer mal so. Ja! Also meine bisherige Taktik für einer in der Kampfläuferklasse war, in den Mako steigen und ihm die Scheiße aus dem Arsch ballern. Aber da es den Mako momentan nicht gibt, Den werden wir noch sehen. Ja, aber momentan. Ja, okay. Wie sieht das Schlachtfeld aus? Ich kann ja mal nicht meinen Kopf hochheben und hingucken. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man... Aber von in der Sonne! Aber keiner von meinen Männern ist an den Gästen vorbeigekommen. Ich geh da lang. Guck mal. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schuss... Scheiß auf Magazine! Seiten angreifen. Der ist so schnell, der schiebt mal, der lädt mal sofort nach und lässt mal schon mehr. Fällt auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Nee, ich spiele jetzt auf Wahnsinn und gehe den Sonnensteg lang. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Scheiß drauf, du gehst in Deckung, ich brauch dich noch. Die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Nein! Mit etwas Glück können Sie ihm dann den Rest geben. Ich brauche ihn noch. Sie haben schon genug getan, Rieger. Sie müssen nicht Ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Willst du vor mir eine Kugel in den Kopf? Beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus! Anschiss! Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Doch. Sie haben meine Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls die Verstärkung kriegen. Ui. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai! Hau auf den Kopf! Geht in Deckung, ihr Blödmänner! Na. Herrgott! Verstanden. Wir werden das Airbags halten, alles ab. Oh! Wow! Okay, mein Plan ist, ich renne in die Gegnermenge, darüber. Ich mach's nämlich wie Monty Eisenhower, ich mach das, was sie nicht von mir erwarten. Außer natürlich, da campt einer. Ja, Und laufen! Bombardier mich jetzt von zwei Seiten. Okay. Strategischer Vormarsch ins eigene Hinterland. Da links. Ui. Ja, ich weiß, dass da links welche stehen. Und durchrennen!
tat weh. Ja, aber jetzt bin ich in einer Scharfschützenposition. Meine ohne Scharfschützen mehr. Aber dafür kann ich das machen. Oh oh. Ich meine das machen. Kann er mal aufhören? Danke, Herr Freund. Der Kumpel schießt nicht auf mich. Ja, aber jetzt kommen hier ein paar viele. Verstanden. Halt! Ich habe die passende Waffe für diesen Zustand. Meine Panzerung. Ist der gerade geplatzt? Jop. Ja. Er platzt einfach mal, du hast keinen schöneren Platz. Ich platze immer sehr gerne in Gelegenheiten hinein. Alter, was ist mit der Panzerung? Das dürfte die Lage beruhigen. Und wo bleiben meine Gefährten? Verstanden. Und zwar nicht die des Ringes. Ja, die schaukeln da hinten die Eier und... Hast du gerade das Wort mit E gesagt? Ja, Eier. Nein, schaukeln. Fängt doch nie mit E an. Doch! Die Augen, die Eugen, die Eier. Ach man, ich wollte Totem schießen machen. Durchlaufen! Und währenddessen den Schild aktivieren. Schild aktivieren! So. Jetzt kommt meine geniale Taktik. Die Lage beruhigen. Jacob und Miranda gehen jetzt hin und halten meinen Rücken frei, während ich alleine gegen den Koloss kämpfe. Ja. Schön. Da kommen sie. Wie er zappelt. Genau. Okay. Schau mal, zu viel Elektrizität gekostet. Oh. Dann nochmal. Der hat auch einen MG. Vor allem, der kriegt immer die Kugel zum Feld über den Kopf. Da, ich kann das auch! Oh oh. Du triffst mich nicht, du Loser! Jetzt kann mir nichts was anhaben. Jacob, halt die Fresse, ich mache hier die ganze Arbeit. Ich. Au. Du hältst ihm nur den Rücken frei, Jacob. Ja, darauf sollte man nicht stolz sein. Ah, du reparierst dich nicht selber, nein! Schild unten! Und jetzt Miranda! Jetzt oh, das hat den so getötet! Nein! Das ist auch nur Spaß gewesen! Aber ich schaff die Mission auch noch ohne zu sterben! Warte ich auf! Was macht? Nicht mehr. Was macht der? Der ist verbuggt! Ja, verbuggt! Verbuggt, Dinge! Was? Ne, der macht nichts mehr. Ne, der kann nichts mehr. Während Miranda einen Dummspruch ablässt. Nein! Oh nein! Oh, wir haben uns so gefreut! Oh oh. Ich bin der Meister des Ausweichens. Oh. Und er ist der Meister der Unterdrückung. Mache keinen Kopfschuss hier, keinen Schaden. Welcher Kopf? Ja, der. Kopf da, Ding da, das ist gerade nur hübsch leuchtet. Das ist eine Waffenplattform und kein Kopf. Ich hab ihn aber gleich. Nichts was anhaben. Ah. Hab mir nur die Hälfte. Ui. Oh, jawoll. Dann liegt der Kopf, glaube ich, rum. Ja, doch nicht. Sag uns was. Scheiße, noch 4 Schuss. Sekunde, ich hab die Tür verschlossen. Alter, ich hab's geschafft. So. Du hast es geschafft. Ohne zu sterben. Yay! Yay! Warte, und jetzt kommt. Schnell diesen Download beenden. Geth Impulsgewehr erhalten. Wir waren gut mit dir, können diese Waffe jetzt benutzen, Garrus. Ich nicht. Oh. Aber ich hab ein fucking Geth Gewehr. Das kriegst du nur, wenn du auch Wahnsinn spielst. Ja. So, jetzt sprechen wir noch mit Tali und du wirst müde, deshalb werden wir auch danach aufhören, oder? Ja. Danke, Shepard. Okay. Ohne sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Ohne diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Der ersten. Ich wünschte, ich hätte mich ihm damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Missionsdetails. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystrom's Sonne wird instabil. Zur Zeit der Quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern.
So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Und warum tut es das? Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Nein, der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Hailstroms Sonne ist dafür viel zu jung. Okay, komm mit. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und schön. Wenn die Admirale ein Problem damit haben, können sie zum Teufel gehen. Ja. Ich habe gerade mit angesehen, dass mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Rieger, ich hab ihn gerettet. Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Tja, brauchst du ein Taxi? Die Normandy kann sie von hier wegbringen, wenn sie möchten, Rieger. Die Geth haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde Sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Ja. Guck mal, Geschenk. Ja, noch mehr Handlanger. Jetzt binden wir Charlie eine Schleife um den Kopf und dann ist er ein Geschenk. Ja, wir haben Stufenaufstieg bekommen. Geile Überleitung. Missionszusammenfassung. Wir haben es alle gesehen. Ich hab voll weggeballert alles hier. Ich kam niemals in Not, also das war so richtig geil. Also Und Jacob hat sich nicht andauernd Sonnenbad genommen und... Nee, also... Und Miranda hat mich andauernd den Boden geküsst. Diese Mission verlief reibungslos. Geth Impulsgewehr, Sturmgewehr, bla bla bla. Auf die Normandy! Du guckst doch nicht deine Nachrichten nach, während wir Let's Playen. Doch, es ist wichtig, es ist vor meiner Mama. Vor deiner Mutter oder deiner Mama? Das ist beides das Gleiche. Nein! Ach so, ja, es ist meine Mama. Deine Mama. Aha, ja. Aha. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Woher haben die die? Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Ich kenne sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Trotzdem müssen wir kooperieren. Sie haben mich wiederbelebt, mir ein geiles Schiff gekauft und geile Waffen gekauft. Ich liebe sie. Sie müssen sie nicht mögen, Tali, aber diesmal sind wir auf derselben Seite. Ich hatte angenommen, sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Nö. Falls das der Fall ist, leihe ich ihnen eine Granate. Oh mein Gott. Arbeite ich für sie, aber nicht für die. Okay. Sehen Sie, ja, verlange ich auch nicht, Tali. Ich bin auf dem Maschinendeck, wenn Sie mich brauchen. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Epics der. Weil sie auch total, wie sie guckt, mit dem komischen Visier. Ja, ich sage mal, an dieser Stelle verabschiedet sich mein Gast, von dem wir nie gesagt haben, wer es ist. Ja, wer bin ich? Das ist ein großes Mysterium. Ich werde es in die Kommentare, es will die Befreiung schreiben. Nein, wer bist du? Wer ist dieser mysteriöse Let's Player? Wer bin ich? Ich bin... Nein. Doch, nein. Du bist hier als Nummer 1! Nein! Jetzt ist es raus! Ja. Es ist raus! Nein. Und jetzt sage ich Tschüss!